Hallo, Pura Vida, hier ist die Jenny Solaria. Und statt einen Newsletter diesen Monat zu bringen für April, habe ich mir einfach gedacht, es gibt so viel zu erzählen, einfach schnell ein Video drehen für euch, damit ihr es einfacher habt. Ja, also erstmal zu diesem fürchterlichen Wort mit C möchte ich gar nicht so viel sagen, aber es sind so viele E-Mails und Anfragen gekommen, dass ich denke schon einiges dazu kurz mal klarstellen sollte. Und ich habe es ja auch die letzten Monate ganz klar angekündigt, dass die Grenzen geschlossen werden. Natürlich habe ich es auf 5G geschoben und tatsächlich möchte ich euch hiermit auch sagen, dass es Corona eben auch mit 5G zu tun hat. Und da kann man ganz einfach die Studien sich anschauen, die auch veröffentlicht wurden, was zum Beispiel Elektrosmog-Belastungen bei Menschen auslösen kann. Darunter waren dann zum Beispiel Ausgaben wie Demenz, Erschöpfungssyndrome, Schlafstörungen, dass einfach die Menschen nicht mehr zur Ruhe kommen, dass sie im Kopf völlig überdrehte Gedanken haben und viel zu viel, ja, Elektrizität in ihrem Kopf produziert wird und natürlich auch grippeähnliche Symptome, die, jetzt werdet ihr lachen, genauso diagnostiziert werden mit wie Corona. Also, und ja, also nur dazu, dass tatsächlich 5G hochgefahren wurde seit Januar. Und auch hier nachweislich in Wuhan begann im November, genauso wie auch in Italien, Ende November ein Monat gelaufen und Ende Dezember ist es dann ausgebrochen. Das erste, natürlich gibt es von den Behörden keinerlei Rückschlüsse darauf, aber wenn ihr ein bisschen sauber recherchiert, und da möchte ich euch den Herrn mit dem Hut mal empfehlen, ja, den kennt ihr alle, der hat das letzte Video, was dann auch gesperrt wurde auf seinem Kanal, dazu sehr schön recherchiert, da spare ich mir viel Arbeit. Aber wissen tun wir das wahrscheinlich alle. Und jetzt zu den vielen Fragen und E-Mails. Also die Fragen sind natürlich, ja, Jenny, werden wir das überhaupt noch schaffen? Und wie sieht das aus jetzt danach? Gehen die Grenzen überhaupt wieder auf? Welche Informationen hast du? Und wie sollen wir uns verhalten? Und also natürlich habe ich Astral mir jetzt den ganzen Monat auch Mühe gemacht. Erstmal ist es ganz wichtig, ruhig zu bleiben. Ihr habt eine Führung, das hatten mir auch immer alle die gesagt haben, wir wollen nicht nach Costa Rica oder unser Land verlassen. Wir spüren, wir müssen in Europa bleiben. Ich habe euch vertraut und ich denke, wir sollten das auch weiterhin tun. Es gibt keinen Grund, verrückt zu werden, außer einfach dein Herz und dein Körper sagt dir im Laufe der Zeit etwas ganz anderes. Denn ich habe ja auch immer in Frage gestellt, dass einige tatsächlich noch einen tiefen Zugang zu ihrer Seele haben durch die ganzen starken Elektrosmogbelastungen, WLAN, Handy, Wifi und überall vollgeballert. Wenn ich in Deutschland mit dem Handy gefahren bin, dann habe ich auf der Autobahn, obwohl ich kein Internet auf meinem Handy hatte, Infos gekriegt, ob ich eine Verkehrs-App runterladen möchte. Und wenn ich durch die Häuser und durch die Wohnungssiedlungen gegangen bin, dann hatte ich 10, 12 WLAN-Empfang auf meinem Handy und ich frage mich wirklich, wer dann noch eine Führung von seinem Astralkörper haben kann, ja. Und deswegen ganz kurz, einfach wirklich ruhig bleiben, versucht in euch zu gehen. Und ich habe natürlich auch eine Überraschung für diesen Monat. Ich glaube, mein bestes Produkt weltweit, was ich jetzt entwickelt habe in den letzten 20 Jahren, wirklich jetzt fertig. Es ist verkaufsbereit. Ich werde im Anschluss auch ein Video darüber drehen. Und da hinten seht ihr es. Es ist gigantisch. Und ich glaube, dass da einfach sehr viel mehr Ruhe in eure Schlafzimmer kommt, in eurem Astralkörper. Und darüber werde ich nochmal separat etwas erzählen. Ja, zu dem Corona nochmal zurück. Also es ist tatsächlich so, dass es zurzeit astral nicht aussieht, als würden wir eine positive Situation haben. Ja, und ich weiß, wie viele mich voll geboomt haben und zurzeit glücklich sind, dass jetzt der QAnon und die gesamte Deep State aufgedeckt wird. Und ja, und ich saß dann so da und habe dann so gelesen und so, oh ja, das hört sich echt gut an. Aber wisst ihr, was mir gefehlt hat? Mir hat es einfach gefehlt, dass mein Herz anspringt und dass ich sage, ja, die Freiheit ist da und wir sind wieder frei und so. Also im Kopf ist es so, boah, krass, was die vorhaben, mega, mega, mega. Und wir sind einfach mental abgeholt worden von ein und derselben Truppe. Und ja, ich möchte dazu einen kleinen Beweis antreten, falls euch der ausreichend ist, denn ich kann ja, wie gesagt, nicht vieles immer astral physisch rüberbringen. Ich habe die Sache mir angeguckt und auch gecheckt und ich habe Infos gekriegt, astral. Ihr solltet wissen, dass die Kabale und auch die Illuminati immer Schach spielen mit uns. Das heißt, wir haben
weiße Spielsteine und wir haben schwarze Spielsteine. Und die schwarzen Spielsteine sind natürlich die bösen Illuminati, ne, und da. Und die weißen, oh, das sind die Whistleblower aus Amerika. Unter anderem halt, ne, und ich will jetzt hier keinen Namen nennen, weil ich keinen Krieg haben will, aber auf jeden Fall diesen Q. Ja, den gucken wir uns mal genauer an. Ja. Nancy QAnon und alle Welt ist so fasziniert. Der Trump, die Merkel soll ja schon abgesetzt sein, inoffiziell. Ne? Übrigens war das letztes Jahr schon so, wenn ich mich richtig erinnere, dass ja da schon die ganzen Anklagen veröffentlicht werden sollten. Im Sommer letzten Jahr, ja, bis Ende des Jahres hat man ja noch gedacht, okay, vielleicht könnte jetzt noch was kommen. Aber leider ist jetzt auch im Frühjahr diesen Jahres nichts passiert. Naja, das dauert halt auch alles. Nein, dauert nicht. Weil QAnon ein ganz, ganz krasses Zeichen dafür ist, dass wir es mit der Kabale auf der weißen Seite zu tun haben. Das spielen sie immer so, dass sie mal These, Antithese, ja, so dass die Leute ruhig gestellt werden und auch die New Cage war ja so aufgebaut, ey, bleibt ruhig, der Messias kommt, der wird euch retten, genau. Und dann wird nichts mehr passieren, dann werden wir jetzt einfach befreit von diesen bösen, bösen Kabale, ne? Und naja, und vielleicht habt ihr in meinen Seminaren mal ein bisschen aufgepasst. Ich habe ja viel über das Bewusstsein gesprochen, über unsere Aura und über die Symbolik auch der Satanisten. Und es gibt natürlich, ich habe immer nur Randschleifungen gemacht. Es gibt natürlich ganz tolle, die im YouTube ganz lange Veröffentlichungen über satanische Kultur und Zeichen und Symbolik gemacht haben. Aber eine wichtige satanische Symbolik, die dürfte euch alle bekannt sein. Das ist diese, die zeige ich euch mal kurz. Ja. Ja, es sieht aus wie ein Apfel, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Das ist euer An- und Auszeichen. Und das besteht natürlich und soll natürlich der Hinweis für die Kabale sein, die interne arbeiten, dass das ewige und endliche Bewusstsein steht für den Kreis, für den geschlossenen Kreis. Das heißt, wir sind unsterblich. Wir sind ewig und unendlich und unzerstörbar. Wir sind nicht in der Lage, aus irgendeiner Dimension rauszufliegen oder uns nur in einer aufzuhalten. Das funktioniert nicht, währenddessen die dunklen Dämonen ja nur in der vierten Dichte vorherrschen. Und ja, Ziel der dunklen Kabale ist es quasi diese Trennung. Und das symbolisiert dieser Apfel, beziehungsweise auch diese Symbolik. Apple könnte ich jetzt hier einsetzen. Ihr könnt überall reingucken, warum, wieso sie immer diese Symbolik nehmen. Und wenn du natürlich da drauf drückst auf dein Computerschirm, auf dein Handy, beim An- und beim Ausmachen, na, was hast du gemacht? Deinem Astralkörper gesagt, hey, das will ich, da will ich hin. Schau, guck mal, das bestätige ich. Ja, deswegen habe ich auf meinen Computern, das kann ich euch jetzt schwer zeigen, weil der Laptop da auf der anderen Seite ist, habe ich immer ein kleines weißes Etikett drüber geklebt an diese Schalter und dann habe ich mir einen Kreis drüber gezogen und Liebe reingeschrieben, das ist alles. Ja, und aber zurück zu dieser schönen Symbolik, dass wir die Spaltung des Bewusstseins haben wollen. Naja, und nicht lange recherchiert, wenn man dann ins Buchstabenalphabet der deutschen Sprache schaut, wird die Sache ganz spannend. Schaut's mal. Ich weiß jetzt nicht, ob der Spiegel verkehrt ist. Nee, es ist richtig rum. Gucke mal, irgendwie sieht das doch so aus, als würde ich hier, okay, das ist jetzt nicht ganz rund von mir gezeichnet. Ja, aber das könnte jetzt wieder das O sein vom Q und dann so ein Strich dazwischen. Na, habe ich euch gerade gezeigt und so sieht der Buchstabe dann im Alphabet aus. Ups, haben wir wieder den Apfel. Ach, Q. Ach Mensch, jetzt bist du doch kein Guter. Naja, aber jetzt wird es ja noch spannender. Er nennt sich ja nicht nur Q, er nennt sich auch noch QAnon. Naja, und die Abkürzung für Anunnaki, Anunnaki, das solltet ihr schon selber herausfinden, dass das einfach ganz klar ein Mega-Zusammenhang ist, denn sie dürfen ja nicht lügen. Genauso wie es so ein Whistleblower und so einen Aufklärer gibt, der sich Cobra nennt. Naja, es ist auch ganz spannend, was der so alles veröffentlicht. Sie dürfen ja nie lügen, also sie zeigen immer Wahrheiten und Halbwahrheiten, aber das Wichtigste ist für die weißen Schachfiguren, dass sie Ruhestellung verursachen. Und so ist auch die New Cage komplett die weiße Schachfigur. Und dann gibt es die Verschwörungstheoretiker, ja, und die Reichsdeutschen und alle, die dagegen arbeiten. Und Hauptsache wichtig ist für die Kabale, dass wir uns streiten und dass wir nicht in unserer Mitte sind und dass wir vor allen Dingen bei diesem ganzen Tohubabohu da draußen vergessen, uns um uns selber zu kümmern. Und das ist meine Botschaft auch mit diesem Video, dass ihr diese Ruhe, diese Stille, die ihr jetzt mit der Ausgangssperre in vor allen Dingen in Europa genießen dürft, dass ihr die wirklich mit euch verbringt, dass ihr versucht, eine hohe Schwingung aufzubauen und euch selbst nochmal zu befragen und zu prüfen. Denn auch hier eine ganz wichtige Info.
Ihr wisst ja, dass sie über die Spielfilme Hollywood ja eigens dafür produziert, für die Weltbevölkerung, um sie zu befragen mit ihren also angeblichen Science-Fiction-Filmen, ja. Also die Science-Fiction-Filme sind ja im Prinzip immer Anfragen bei euch, wenn dann also die Fans kommen und sagen, ja, das wollen wir, das lieben wir, da haben wir ein gutes Gefühl, das fühlt sich gut an, dann ist das ja immer gleich eine Bestätigung, ne? Und das ist ganz wichtig, dass wir hier aufpassen, was wir bestätigen mit unseren Emotionen. Und wenn ihr also gegen etwas seid, dann darf auch gegen euch gekämpft werden. Und ja, ich nehme mal hier diesen aktuellen, also den letzten Schlumpffilm, wo alle am Ende bei Schlumpfine geweint haben. Sie wurde ja, Schlumpfine ist ja der einzige Schlumpf, das wisst ihr ja, der von Gargamel erschaffen wurde. Ja, und aber die Schlümpfe, die können alle ohne Schlumpfine nicht leben. Und als sie dann stirbt und zu einem Häufchen Lehm zerfällt, beten alle Schlümpfe dafür, dass Schlumpfine wieder lebt. Ja, das heißt, dass das Künstliche, das Hybride, das Dämonische, das aus der schwarzen Magie herausgeschaffene wieder lebt. Und das ist eine Zustimmung, obwohl man natürlich in dem Film mit seinem Herzen bei Schlumpfine ist. Ja, gemeinerweise habt ihr damit eine globale Zustimmung getroffen. Und so als Beispiel schaut das jetzt mit Corona auch aus. Es geht unserer Seele, und das müssen die Kabale beachten, immer um den freien Willen. Und wenn ihr nach Hause wollt, wenn ihr das wirklich wollt, warum ihr Seelennahrung bei mir gemacht habt oder euch für diese ganze Freiheit und warum bin ich hier auf der Erde so interessiert für die Selbstermächtigung, dann solltet ihr jetzt aufpassen, für was ihr innerlich stimmt. Wenn ihr Petitionen unterschreibt, wenn ihr anfangt, gemeinsam Meditationen mit einer Schweizerin zu machen, ja. Oder wenn ihr anfangt, innerlich gegen die Schließung der Geschäfte, gegen die Schließung der Grenzen seid und so weiter, gegen die Gesetzlage, dann seid ihr also auf der anderen Seite dafür, dass diese Matrix so weiterläuft wie bisher, beziehungsweise sogar noch richtig intensiv zu einer Vollkontrolle, zu einer NWO wird. Ja, nur innerlich, weil ihr wollt dann quasi also in dieser Matrix bleiben. Ihr wollt weiter bei Lucifer bleiben, weil ja, bei der Materie, beim Geld verdienen. Ihr wollt eigentlich nichts verändern. So wie es bisher war, war also alles schick für euch. Okay, dann ist das einfach eine Entscheidung. Und das wird dann auch astral zu einer Rechtfertigung vor den polaren Gesetzen für die Kabale sein, dass wenn jetzt 8 Milliarden der Menschheit einfach nicht zu Hause glücklich sind, sondern innerlich auf die Straße gehen könnten, dass, weil sie alles wieder so haben wollen wie vorher, dann haben sie danach das Recht, uns dieses Werk fortzusetzen, was sie seit 250.000 Jahren ja, sich notiert haben. Bevor ich dazu komme, zu diesem fürchterlichen World-End-Szenario, was uns möglicherweise erwartet, wenn ihr die falsche Abstimmung astral getroffen habt. Und vielleicht hilft dieses Video auch für dich nochmal, die richtige Zustimmung zu treffen, denn ich freue mich darüber, so wie die Indianer gesagt haben oder die Hopis. Ja, dieses Video habe ich leider nicht mehr finden können im Internet, aber einer von den Sprechern der Hopis, die Englisch konnten, haben wirklich so gesagt, wir haben gesehen, wie der weiße Mann gekommen ist, wie er alles zerstört hat, wie er am Ende sich zerstören wird. Und wir haben einen langen Winter vor uns, aber nach diesem Winter kommt der Sommer für uns. Und wenn der weiße Mann sich selbst vernichtet hat, dann werden wir wieder hier mit der Natur in der Einheit leben. Und darauf warten die Hopis und darauf solltet ihr auch alle warten. Ja, das ist einfach, was ich jetzt gesprochen habe, natürlich aus meiner tiefsten Seele, weil ich fühle, dass es alles gut so ist, wie es ist, aber nicht wegen Q und so eine Konsorten, sondern weil ich das Gefühl habe, dass wir alle eine ganz große Chance bekommen, in die Stille zu gehen und so tief sitzenden Traumata aufzulösen, die ich hier seit Oktober in den Direktausbildungen und auch bei den Seminaren hier, die ich gegeben habe, ganz, ganz stark für euch schon aufarbeite, astral, worauf ihr also astral dann einfach zurückgreifen könnt. Ja, das, was ich hier mache, ist also auch für euch. Ihr könnt natürlich auch mit mir ein Webinar buchen, wenn ihr die Zeit dafür habt und so lange, wie wir auch noch Internet haben werden. Und ja, also, ihr wisst ja, wenn irgendwo eine Entdeckung gemacht wurde weltweit, dann ist es immer zeitgleich in verschiedenen Orten auch entdeckt worden. Und deswegen glaube ich, dass ihr euch viele Infos auch astral zur eigenen Traumaauflösung runterholen könnt. Denn wenn der Emotionalkörper im Astrale Ebene blockiert ist, kommt ihr da quasi nach dem Ableben nicht durch und wir brauchen jetzt eine Menge, Menge emotionale Energie zurück und ja, die solltet ihr euch jetzt zurückholen, einfach tiefen Liebe und tiefen Frieden für euch empfinden und für die Situation und viele schreiben mir auch schon, dass die Straßen super ruhig sind und dass alle weniger sich die Hände geben und dass da viel, viel
Freude ist mit sich also in sich selbst. Ja. Ja, und dazu nochmal kurz, was passiert bei der Massenmeditation mit dieser Schweizerin? Also es ist natürlich ganz klar, wenn ihr euch mit anderen verbindet und dann meditiert, dann geht ihr was? Dann geht ihr mental aus dem Körper raus. Egal, wo ihr hingeht, Fakt ist, dass ihr nicht in eurem Körper seid. Und derjenige, der die Meditation anleitet, der wird dann quasi Wesenheiten da reinschicken können, wo ihr nicht drin seid. Ja, und das passiert automatisch in einer Massenmeditation, nicht weil jemand das Böse möchte oder sowas, das möchte ich damit nicht sagen, sondern immer wenn ihr nicht in eurem Körper seid, geht jemand anderes rein, plus das Gesetz, Energie strebt zum Ausgleich, wenn du dich jetzt da mit einem Fleischesser verbindest, was ja bei der Massenmeditation passiert, dann ist das so, du gehst da als Lichtköstler, als Prana rein, komplett mit der Seele angeschlossen, deine Seele schaut zu, welche Zustimmung du triffst, und dann kommt deiner mit einer ganz niedrigen Frequenz und dann wird die Energie ausgeglichen und das bleibt dann auch astral. Also die Verbindung astral bleibt nach der Meditation bestehen. Und da könnt ihr dann auch Ablösungsabsichten sprechen, aber das wird nicht nützen, weil ich weiß nicht, wie viele Tausend daran teilgenommen haben, weil je mehr Energie die haben, je weniger wird deine Zustimmung lauten. Du bist ja ein sogenanntes Mitglied. Ja, und trotzdem würde ich euch empfehlen, ich weiß nicht, ob die Meditation schon stattgefunden hat, ich bin natürlich auch liebevollerweise eingeladen worden und habe dankend abgelehnt, wie ich das euch auch immer in den Videos und Kongressen gesagt habe, dass ich keine geführte Meditation mit jemandem anderen in der Gruppe schon gar nicht mitmachen werde, weil sich durch meine Erfahrung eben auch tatsächlich als Meditationsleiterin ehemals die Astralkörper miteinander verschmelzen und wenn wir etwas erreichen wollen, dann im tiefsten Inneren und nicht im Außen. Das heißt, wir setzen uns alleine zur Ruhe, jeder für sich und erhöhen damit das, um das, weiß ich nicht, tausendfache, hundertfache die Frequenz bei jedem Einzelnen, als wenn wir uns auf den direkten Weg, so wie das physisch halt einfach in dieser Matrix uns gelehrt wurde, miteinander verbinden. Ja, und ja, wenn alles gut geht, dann wird es einen Weltfrieden geben, natürlich noch im Laufe des Jahres. Und die Entscheidung liegt ganz bei den Menschen jetzt weltweit. Niemand kann das vorhersehen. Und es gibt immer Tage, da fühlt sich die Astralebene mega schön an, muss ich wirklich sagen. Da stehe ich morgens auf und denke, wow, so habe ich es mir immer gewünscht. Alle sind lieb zueinander, keiner toucht mich an und ich kriege keine lästigen Anrufe, sondern weil jeder hat mit sich selber zu tun. Und ja, also ihr wisst schon, Anrufe, die wirklich nerven. Ja. Und dann gibt es Tage, wo ich das Leid spüre, wo ich den Schmerz spüre, wo es geht immer auf und nieder zur Zeit. Und wenn ich mir die politische Situation anschaue und natürlich, ich habe ich bis zum letzten Tag jetzt hier im März noch recherchiert bezüglich Corona, weltweite Reaktionen der Regierungen, naja, natürlich Pandemie ausgerufen, das heißt, die Regierungen können eigene Gesetze entscheiden, die können quasi jedes Grundgesetz aufheben und mit uns tun, was sie wollen. Ja, das Recht auf Freiheit oder Unversehrtheit ist damit aufgehoben und das fühlt sich gerade nicht so gut an. Und ja, viele haben Angst, viele wissen nicht, was in einer anderen Ebene passieren wird mit uns, wenn wir es nicht schaffen, tatsächlich innerlich ruhig zu bleiben und uns gegen nichts zu wehren gerade, sondern unserer Seelenführung zu folgen, die diesen Virus ja in einer gewissen Form auch unterstützen musste, sonst wäre es nicht so weit gekommen. Also ein bisschen Vertrauen haben, dass wir hier geprüft werden. Unser Bewusstsein, das, was wir Spiritualität nennen, wird hier gerade geprüft, ob du wirklich loslassen kannst. Das ist sowieso kurz vorm Tod fühlt sich das teilweise an. Also so Nahtodschwingungen sind weltweit ja da, ne? Ja, und natürlich die Agenda, da will ich einfach noch kurz sagen, sollte es also jetzt dazu kommen, dass die Agenda wirklich durchgezogen werden kann, was auch nicht von dem QAnon und so weiter aufgehalten wird, sondern wenn dann von uns, von unseren tiefsten inneren Entscheidungen plus Energie dahinter, ja, dann haben wir natürlich das Problem mit dem, ja, mit den Strahlungen, mit den 5G, dass sich also die Fortpflanzung absolut einschränken wird, dass wir dann in Richtung Transhumanismus gehen, wo dann der Chip unter die Haut kommen wird, wo netterweise vorsorgliche Kontrollen über den Chip an deinem eigenen Organismus gemacht werden können, wenn du denn mal wieder an einer Epidemie, die es ja gar nicht gibt, oder an einem Virus erkrankst, dann wird der Chip das vorher schon deinem Smart-Handy melden und das natürlich gleich an die zentrale Stelle weitergeleitet werden. Dann kann also weltweit ja die Epidemie gar nicht ausbrechen und viele, viele andere Dinge können dann mit dem Chip gemacht werden. Das wäre jetzt also das Nächste, was jetzt kommt, naja, das, was sie also hauptsächlich wollten in der Agenda, ist, dass die Bürger
weltweit, jetzt solange sie Ausgangssperre haben und der Ausnahmezustand halt für jeden Einzelnen da ist, dass sie einfach auf die Straße gehen, Regierungen absetzen und bürgerkriegsähnliche Zustände sind, weil egal wie es kommt, sie wünschen sich ja eine einheitliche Machtstruktur, das heißt eine neue Weltordnung mit nur mit einem Führer quasi, mit dem Messias, was wahrscheinlich erstmal dann vom Militär geführt wird, wenn die Regierungen abgesetzt wurden. Und das muss natürlich vom Volk selbst entschieden werden. Sie brauchen also für alles, was sie da tun, da draußen von uns die Zustimmung. Deswegen solltet ihr über euren eigenen Horizont, über euren Ego hinwegschauen und sehen, was eure Tätigkeiten verursachen in der Wirklichkeit, das heißt in der Astralebene. Weil ohne unsere Zustimmung geht gar nichts. Und ja, natürlich ist es schon im Gerede, dass das Bargeld abgeschafft wird. Das ist der beste Zug jetzt, weil ja tatsächlich über das Bargeld ganz, ganz viel Dreck verbreitet wird. Das kann ich gar nicht abstreiten, wie die stinken, die Banknoten. Ja, und was ich, also die Abschaffung der Nation ist natürlich auch klar, ne? Und was ich glaube, dass das so weit kommen wird, dass es noch einmal eine Grenzöffnung gibt. Eine ganz kurze. Und dass es aber einen zweiten Virus geben wird. Und nach dem zweiten Virus werden dann alle so fertig sein und sagen, nein, das will ich nicht mehr, wir wollen das nicht mehr. Und dann wird es dieser Chip angeboten werden. Ich denke, Corona war es noch nicht, ja, sondern dass da vielleicht Ebola oder irgendwas ganz Krasses, weil Nostradamus sprach von der größten Pest oder von einer noch viel schlimmeren Seuche, als die Pest es war, kommt. Und Corona fühlt sich gerade nicht danach an, weil es einfach nicht so schlimm aussieht wie die Pest. Und wie sollte das dieser Seher gesehen haben? Eher Ebola. Und ja, sowas in die Richtung könnte kommen, um da, dass sie dann von uns die Zustimmung haben, ja, jetzt dürft ihr uns chippen. Jetzt dürft ihr mit der neuen Weltordnung beginnen. Wir sind nicht mehr in der Lage, uns zu kontrollieren. Ja? Und ich hoffe natürlich, dass es nicht stattfindet, dass wir einfach bis dahin Ruhe bewahren und jeder die Chance nimmt, um sich tief in seinem Inneren ja, die Frage zu stellen, könntest du jetzt gehen, wenn du noch 3 Tage zu leben hast? Was brauchst du noch wirklich? Ja, und wir können weltweit, egal wo wir sind, die Schwingung erhöhen. Das ist mein Ziel auch mit diesem Video. Keine Panik machen. Wenn die Grenzen jetzt dicht bleiben sollten, was sich nach Italien jetzt gerade so ankündigt, seit vorgestern ist entschieden worden, dass sie die Grenzen im Mai nicht aufheben werden, dass sie die also geschlossen werden. Und also das scheint, dass in Europa nachgezogen wird, in den anderen Ländern, weil da irgendwie komischerweise mehr Corona gerade los ist als da in Wuhan oder auf der Seite müsste ja Russland müsste ja total voll sein da oben. Finde ich schon ein bisschen krass, aber wie gesagt, man sieht auf der WHO-Karte, dass Europa flächendeckend zu ist. Und ja, es wird also dort schwierig. Wird es, solange es noch geht, für euch reinspüren, ob ihr nicht über den Weg noch Grenzen aus Europa herausfindet, also die noch offen sind, wo ihr herausgehen könnt. Und ansonsten werdet ihr von innen heraus diesen Prozess starten, alles, was da auf uns zukommt. Ja, solltet ihr Fragen haben, noch nicht ganz durchschauen bei Corona, gibt es nun Corona, hier vielleicht die Info, dass wir hier in Costa Rica schon, als wir vor 2 Jahren hier waren, so Desinfektionstücher gekauft haben, natürlich dann da ist auf Spanisch, das haben wir uns gar nicht durchgelesen, witzigerweise haben wir dann irgendwie die Packung jetzt mal umgedreht, die war ja schon ein halbes Jahr in unserem Auto und das steht tatsächlich hinten drauf gegen Coronavirus. Und da ich einen Timmy gefragt, ihr wisst ja, dass er Tierarzt war und Mikrobiologie über 10 Jahre, am Institut gearbeitet und gesagt, ja, also das mit dem Corona, das habe ich vor 20 Jahren in der Studienzeit schon gehabt, das ist ein ganz normaler kleiner Virus, der völlig harmlos ist, harmloser als eine Grippe und das kann normalerweise gar nicht gemessen werden. Also das, was hier jetzt quasi kommt, das ist was Neuartiges, eine ganz andere Spezies und hat natürlich den Namen Corona gekriegt, damit die Ärzte das in irgendeiner Form nachweisen können. Aber es ist halt einfach ganz klar, dass es sich um eine normale Reaktion des 5G handelt, aus meiner Sicht, dass der Körper mit Grippe-ähnlichen Symptomen reagiert. Hier zum Abschluss nochmal. Das ähnlich habe ich das bei Flüchen, wenn ich schwarzmagische Besetzungen ablöse bei Menschen. Dass wenn jemand von Dämonen verflucht wird, dann kriegt er auch so Heißattacken, Fieberattacken. Der kriegt, das geht aufs Herz, deswegen auch auf die Lungen und Atemwege dort unten. Das heißt, das sind im Grunde genommen Flüche, die dort möglicherweise durch Informationen, Frequenzen, Elfen, was auch immer,
und 5G gesendet werden, die wir nicht hören, ja, nicht verstehen im Kopf, aber die unser Astralkörper gut versteht und deswegen der Körper auf grippeähnliche Sachen, Substanzen reagiert. Und natürlich, das geht aufs Herz und auch aufs Gehirn. Und ja, wer also das Herz offen hält, wer in der Ruhe bleibt, wer nicht zu viel im Internet ist, nicht zu viel WLAN hat, was ich vermute, was wie gesagt schon im Laufe des Jahres wahrscheinlich abgeschalten wird. Im schlimmsten Fall gibt es den Blackout, wie sie ja irgendwie schon seit 2 Jahren ankündigen. Auch die spannende Sache, dass Madonna in ihrem letzten Video ja schon die Schreibmaschine hatte, wo Corona draufsteht und alle bei ihrer Show da mit den Gasmasken auf der Bühne umgekippt sind, also irgendwie auch schon wusste, dass Corona ausbricht. Naja, und all diese ganzen peinlichen Dinge, die sie einfach tun mussten, um uns vorher zu informieren. Macht euch mal ein bisschen schlau, hört auf, in die Panik zu kommen. Keiner von euch, der Ibiswasser hat oder Seelennahrung beherrscht oder es einfach versucht, es in irgendeiner Form gefährdet. Das waren so die größten Ängste meiner E-Mail-Fragen an mich, die ich bekommen habe. Und wenn, dann werdet ihr maximal eine kleine Erkältung kriegen, die auch mit Moringa. Und jetzt habe ich noch ein ganz tolles Geheimrezept. Solltet ihr wirklich von einem Virus betroffen sein, Essig. Ja. Essig einfach einschmieren, Bettlaken mit Essig hat man früher aufgehangen gegen schwarze Magie, so bin ich auch dahinter gekommen gegen die schwarzen magischen Angriffe. Stellt man Essigschüsseln ans Bett, mit Wasser vielleicht auch aufkochen, dass es so dampft und einfach an die Füße stellen und am nächsten Morgen bist du komplett frei. Oder ihr nehmt die Kupferarmbänder, die ich verkauft habe, die ich viele Jahre mitgegeben habe, eins am rechten Arm, eins am linken Arm, wird auch schwarze Magie abgewehrt und abgeleitet. Oder wie gesagt, Essigbäder mit Haare mit Essig waschen und selbst auch Essig einschmieren und Essiglaken aufhängen. So, das jetzt nur kleine Hilfe und Moringa. Nochmal ein kleiner Tipp. Wenn ihr Moringa nehmt, müsst ihr 10 Stück am Tag nehmen. Holt euch einen großen Vorrat, weil ich denke, das wird es noch nicht gewesen sein. Das war noch nicht die letzte Pandemie, aber es ist ja wie gesagt auch keine. Traue ich mich gar nicht zu sagen, dieses Wort ist so witzig. 2017 sind 25.000 Menschen in Deutschland an der Grippe gestorben. Irgendwie hat die Presse das ganz verpeilt, darüber zu dokumentieren, ja. Und irgendwie, was ich so ganz krass finde, ist genau Corona bricht genau zur normalen Grippezeit aus. Auch witzig, ja, die sind richtig gut haben die sich das durchdacht. Aber sie wissen halt nicht, dass einige von uns noch viel stärkeren Anschluss an die Astralebene haben. Und ich hoffe, die ihn noch nicht haben, stellen den jetzt wieder her. Und wie gesagt, ich helfe euch gerne zukünftig mit Traumaarbeit, Auflösung dessen, warum wir eigentlich in diese Situation alle weltweit gekommen sind, weil wir uns einfach nicht mit dem beschäftigt haben, warum wir hier auf der Erde sind, mit unseren letzten Tausenden von Inkarnationen. Und wenn ihr wirklich vorhabt, dass das eure letzte Inkarnation ist, dann auch hier noch mal kurz darüber nachdenken, dass ihr die nur beenden könnt, wenn ihr euch die anderen bewusst sind oder die Reste eurer Traumata aufgelöst sind. Und das ist jetzt die Zeit, das zu tun. Und auch zum Abschluss dieses Videos noch die Info, dass es den Kabbalen nicht um diese Inkarnation geht, sondern um die nächste. In der nächsten Inkarnation, also in den nächsten Jahren, wird es hier wahrscheinlich so aussehen, dass Europa komplett technologisiert ist. Das wird ja jetzt auch gerade, weil ihr alle zu Hause seid, diese ganzen 5G aufgerüstet Sendemasten immer mehr gemacht. Ja, und dass dann quasi, wenn ihr sterbt und wiederkommt in Europa, dass ihr dann in eine Art Cyborg-Körper rein müsst. Und ich würde an eure Stelle in Länder gehen, dritte Weltländer, die nicht aufgerüstet werden von Elektronik, sondern die einfach in die Natur zurückverwandelt werden. Denn nach der WHO sollen ja von 8 Milliarden Menschen bis 2021 ja 500 Millionen nur noch übrig bleiben, die sich dann stark auf Europa zentrieren, die aber nicht mehr so sein werden, wie sie jetzt sind, sondern die quasi Cyborg-ähnlich sind und unsterblich sind, die aber keinen Zugang mehr zur Seele haben. Und wenn ihr euch irgendwo jetzt in die Natur packt, ihr wisst ja durch die Inkarnationstherapie auch, Reinkarnation, dass wir immer wieder kommen und ihr kommt dort in einen Körper zurück, dann wird es möglich sein, wie die Hopis sagen, uns das Land zurückzuholen und wieder zu leben wie die Indianer und einfach einen Neustart zu beginnen und oder einfach gar nicht mehr auf die Erde zu kommen, ja. Aber bleibt man im Unbewussten, dann wird man inkarnationspflichtig, weil du in der Astralebene nicht die entsprechenden Zustimmungen getroffen hast zu Lebzeiten, die nötig wären, um diese Matrix zu verlassen. Ja, das waren meine Abschlussworte für euch. Pura Vida und bis zum nächsten Video. Solange wir noch Internet haben, sollten wir uns einfach austauschen und danach ganz für uns in Ruhe gehen. Pura Vida. Tschüss.